Einen schönen guten Abend aus dem Aktionsradius Wien. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Salongespräch hier bei uns am Gaußplatz 11. Und das Thema des heutigen Abends ist Freiheit und der Freiheitsbegriff nach Hannah Arendt. Und ich begrüße ganz herzlich die Gäste und Gesprächsteilnehmer hier bei uns in unserem Studio, die Philosophin Regula Stempfli. Herzlich willkommen. Auch die Philosophin Anja Gleich, sie ist aus unserem Aktionsradius-Team und sie wird heute als Moderatorin fungieren und das Gespräch führen. Und per Zoom zugeschaltet begrüße ich ganz herzlich den Philosophen Thomas Mayer, auch herzlich willkommen, zugeschaltet aus Berlin. Ja, es ist eine Runde von Philosophen und Philosophinnen hier versammelt, das heißt, es wird ein schwerpunktmäßig philosophisches Salongespräch. Und angeregt zu diesem Thema hat uns ein Essay von Hannah Arendt, die Freiheit, frei zu sein. Sie hat diesen Essay in den 60er Jahren geschrieben, aber das Buch wurde 2018 wieder aufgelegt und auch erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Und da hatte dieses Buch war dann wochenlang in den Bestsellerlisten. Das heißt, man kann gut sehen, das ist ein Thema, das nach wie vor sehr aktuell ist und zeitlos ist und auch in der Gegenwart sehr aktuell ist. Wir freuen uns jetzt auf ein angeregtes Gespräch, auch über die geschichtliche Bedeutung des Freiheitsbegriffes. Hannah Arendt rollt das ja in ihrem Essay auch auf, aber natürlich ganz besonders auch die Sichtweisen der Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer zur Freiheit, zum Freiheitsbegriff der Gegenwart. Was ist Freiheit heute und was bedeutet sie für uns? Diese Fragen wollen wir thematisieren. Und Sie zu Hause haben auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen und teilzunehmen im Chat. Sie können also Ihre Fragen an uns schicken oder auch einen kurzen Kommentar. Wir werden das sammeln und am Ende des Gesprächs dann hier zu Anja aufs Podium tragen. Der Abend wird aufgezeichnet und wird in ein paar Tagen auch in unserem Medienarchiv abrufbar sein. Das finden Sie auf unserer Website www.aktionsradius.at. Und im Juni wahrscheinlich wird auch eine Radiosendung daraus gestaltet. Auch die Vielfalt unserer Radiosendungen und Podcasts finden Sie die Links auf unserer Website. Nächste Woche gibt es das letzte Salongespräch in dieser Reihe, dann zum Thema Zukunft. Und hier wird mit einem Jugendkulturforscher diskutiert, wie geht es heute jungen Menschen über das Erwachsenwerden und Aufwachsen junger Menschen in einer mehr und mehr gespaltenen Gesellschaft. Nächsten Dienstag zur selben Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sehr angeregten Abend. Lassen Sie sich inspirieren, auch zum eigenen Reflektieren zum Thema Freiheit. Was bedeutet es für Sie persönlich? Und jetzt übergebe ich an Anja Gleich und aufs Podium. Einen schönen Abend. Danke dir, Uschi. Ich beginne meine Einleitung mit dem Anfang des Essays, nämlich mit Hannah Arendts Aussage. Mein Thema heute ist, so fürchte ich, fast schon beschämend aktuell. Die Freiheit, frei zu sein, den wir dem heutigen Gespräch zur Grundlage nehmen. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, den Bogen des heutigen Abends genau in diesem Sinne zu fassen. Nämlich als einen Rück- und einen Ausblick in dem Bewusstsein, wo wir im Jetzt stehen. Gleichzeitig habe ich die große Ehre, heute zwei PhilosophInnen und Arendt-SpezialistInnen hier zu haben, weshalb ich mich natürlich ebenso darüber freue, dass wir uns auch ganz konkret philosophisch den von Arendt besprochenen Begriffen und Konzepten zuwenden können. Was, finde ich, auch gerade im kontemporären Kontext mehr denn je notwendig ist. Deshalb werden wir versuchen, zuallererst den Freiheitsbegriff bei Arendt und im Kontext ihres Essays zu zeichnen, danach in eine genauere Analyse ihrer Hintergründe dafür einzugehen und schlussendlich womöglich auf die Fehlverwendungen, Verirrungen, aber auch die Dringlichkeit von Arendt im derzeitigen Kontext genauer einzugehen. Allerdings bitte ich Sie, mich hier nicht zu streng zu nehmen, denn wenn sich diese Ebenen vermischen, dann ist das ebenso erfreulich wie auch willkommen. Davor will ich aber noch ganz kurz meine drei Protagonistinnen des heutigen Abends vorstellen, angefangen mit der maßgeblichen Ideengeberin für dieses Gespräch, nämlich Hannah Arendt.
Sie war eine der signifikantesten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. 1906 in Hannover geboren, nahm sie 1924 ihr Studium in Marburg auf und studierte dort ein Jahr lang Philosophie bei Martin Heidegger und Nikolai Hartmann. Anfang 1926 fasste sie auf Drängen Heideggers den Entschluss, den Studienort zu wechseln und ging für ein Semester zu Edmund Husserl nach Freiburg. In Heidelberg studierte sie anschließend Philosophie und wurde auf Vermittlung Heideggers 1928 bei Karl Jasmas nach erfolgreicher Verteidigung ihrer Arbeit Der Liebesbegriff bei Augustin promoviert. Mit Jaspers blieb sie bis zu dessen Tod freundschaftlich verbunden. 1933 emigrierte sie nach eigener kurzzeitiger Inhaftierung durch die Gestapo, zunächst über Karlsbad und Genf nach Paris. 1941 dann mit ihrem Mann nach New York. Arendt war Professorin an der Universität in Chicago und lehrte danach an der New School for Social Research in New York. Dort starb sie 1975. Thomas Mayer, der uns heute aus Berlin zugeschaltet ist, wurde 2003 an der LMU München mit einer Arbeit über Ernst Cassirer promoviert und habilitierte sich dort 5 Jahre später mit einer Studie über jüdische Philosophie und Theologie zwischen 1933 und 1938. Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland ist Mayer seit 2020 außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der LMU München und lebt als freier Autor in Berlin. Außerdem ist er Herausgeber der Arendt-Studienausgabe bei Piper sowie zahlreiche weitere Monographien und Sammelbände zur Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Mayer hat überdies das Nachwort zur vorliegenden ersten deutschen Ausgabe des Essays geschrieben. Regula Stempfli, die heute bei uns live zu Gast ist, leitet die Hannah Arendt Lectures an der HSG St. Gallen. Sie schreibt regelmäßig für die NZZ, En-Suite, die Weltwoche oder Kleinreport und hostet mehrere Podcasts, also zum Beispiel den wöchentlichen Medienrückblick, die Podcastin. Für die Kunstvermittlungsfirma Artcare in Österreich leitet sie den Podcast Art is a Piece of Cake und ist im Kuratorinnen-Team für Female Art Auction. Ihre Bestseller Die Vermessung der Frau und die Macht des richtigen Friseurs mit Hannah Arendt durch den politischen Alltag machten sie zur Code-Philosophin avant la lettre. Sie ist außerdem liebende Mutter von 3 erwachsenen Kindern, passionierte Altgriechin und publiziert neben Deutsch auch auf Englisch, Französisch und Italienisch. Danke. So, nun aber zu dem Essay. Ich beginne meine Fragen damit, mir kurz die Freiheit zu nehmen, aus Herrn Mayers Nachwort zu zitieren. Die Freiheit, frei zu sein, gehört zu einer Reihe von Essays und Vorträgen, die Arendt im Zusammenhang mit ihrem 1963 vorgelegten Buch On Revolution verfasste. Eine von ihr selbst übersetzte und überarbeitete deutsche Fassung des Bandes unter dem Titel Über die Revolution erschien 1965. Der Begriff der Revolution ist nicht nur, wie wir vielleicht später hören, mit Arendts Biografie ganz eng verknüpft, sondern auch mit ihrem Freiheitsbegriff. So schreibt sie selbst gleich zu Anfang ihres Essays, weil sich der Wettstreit zwischen den Großmächten nicht mehr durch einen Krieg entscheiden lässt, wird er sich langfristig daran entscheiden, welche Seite besser begreift, was Revolutionen sind und was dabei auf dem Spiel steht. Vielleicht richte ich mich jetzt erst einmal an Herrn Mayer und gebe sozusagen die Frage oder diese Verbindung zwischen Revolution und Freiheit an ihn ab. Nämlich, was sind denn Revolutionen bezogen auf die Freiheit und wer lässt sich daraus Arendts Freiheitsbegriff skizzieren? Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, bei Ihnen, bei euch Gast sein zu dürfen. Also ich grüße herzlich von Berlin nach Wien, Regula Stempfli und Ihnen, Anja Gleich, vielen Dank, freue mich sehr. Und den vielen, hoffentlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns via Stream zuhören und in Zukunft zuhören werden. Ja, also vielleicht bin ich an der Stelle schon ganz offen. Ich bin weniger Philosoph als Ideenhistoriker, versuche also zu verstehen, wie jemand in dem Falle Hannah Arendt auf die Gedanken kommt, die sie kommt, und will damit mit einem Kontrast beginnen, auf ihre Frage antworten, nämlich dem Kontrast, den das Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, erstmals 1951, dann in einer ganz anderen Form
ein ganz anderer Text letzten Endes, wiederum von ihr selbst übersetzt, 1955 erstmals auf Deutsch. Ein Buch, das wie Oliver Marchardt und Jürgen Förster herausgearbeitet haben, sozusagen den Nullpunkt des 20. Jahrhunderts in den beiden Totalitarismen, Kommunismus und Nationalsozialismus, über das Phänomen des modernen Antisemitismus und des kommunistischen Bolschewismus. Und über die Revolution ist dann sozusagen die positive Ausarbeitung eines oder Teil eines mehrblöckigen positiven Begriffes sowohl von Revolution wie von Freiheit. Positiv, erstmal irritierend, ist das, was als Handelnde in der Öffentlichkeit passiert. Diese Öffentlichkeit entsteht nach Revolutionen, also im wörtlichen Sinne, nachdem etwas Neues entstanden ist. Also hier meint der geschichtliche Einschnitt, den eine Revolution darstellt, also die Schwelle zwischen Altem und Neuem, lässt überhaupt erst die Möglichkeit eines komplexen Freiheitsbegriffes entstehen. Auf der einen Seite das, was wir als Rechte begreifen, Bürgerrechte, fasst Hannah Arendt das zusammen, auf der einen Seite, aber eben den positiven Freiheitsbegriffen, dann kommt schon eine Unterscheidung ins Spiel, auf die Sie sicherlich schon mit angespielt haben, Frau Gleich, den schwerer verständlichen oder erstmal gegenintuitiven Freiheitsbegriff, der Hannah Arendt sozusagen höherstufig etabliert auf der Ebene von Öffentlichkeit und Handlung. Das wäre jetzt mal eine erste Herleitung, um den Zusammenhang zwischen Revolution und Freiheit deutlich zu machen. Wobei Kommunismus und Nationalsozialismus parallel gesehen bei dieser Konstellation negative Revolutionen waren, wenn Sie so wollen. Also freiheitsvernichtende geschichtliche Ereignisse. Ja, ich richte mich gleich an Frau Stempfli. Haben Sie zu dem Freiheitsbegriff etwas zu ergänzen? Also ich möchte mich Thomas Mayer hier anschließen. Ja. In seiner Interpretation im Hinblick auf den Essay Die Freiheit, frei zu sein, als quasi der Totalitarismus von links und von rechts als negative Revolution darstellend und eben auch der Zauber der Geburt. So kann Mann und Frau und es auch sehen. Da ich aber eben eigentlich politische Denkerin bin und nicht Philosophin, wie ich das auch mit Hannah Arendt sagen würde und auch meine Dissertation in der Geschichte geschrieben habe und da immer noch sehr stark auf dem Erfahrungsbegriff und dem Erfahrung und dem Weltbezug und Wahrheitsbezug von Hannah Arendt bin, würde ich natürlich den Freiheitsbegriff nicht im Zusammenhang mit der Revolution bei Hannah Arendt sehen. Es ist klar, dass Thomas Mayer das auch richtig und gut macht mit diesem Essay, aber ich komme natürlich von der Vita Activa und sehe in der Freiheit bei Hannah Arendt die Freiheit von Notwendigkeit. Also den Gegensatz zwischen Politeia und Oikos. Also eben die Politeia als der öffentliche Raum untergleichen, dieser öffentliche Raum, der eben frei ist von dem Zwang, von den Oikos, das Haus, Ökonomie kommt davon, dass eben Frauen und Sklaven für die Notwendigkeit beschäftigt hat und dass eigentlich Menschen nur frei sind, wenn die Notwendigkeit gedeckt ist. Und das entspricht auch meiner, ich bin neben politischer Denkerin auch eine politische Aktivistin, bin es immer gewesen, werde es immer sein und habe schon ganz früh auch als Kind dieses Verstehen, diesen Impetus von Hannah Arendt, als Mensch nur existieren zu können, im Sinne auch von Öffentlichkeit, habe ich nicht nur gespürt, sondern auch verstanden. Also ich habe mein Hannah Arendt-Buch eingeleitet mit dem großen Skandal, dass wer immer den Geburtstag feiert, eigentlich den Sinn
des Menschseins verloren hat, weil er sie, es, wer auch immer, in einem Privatzustand festgemacht ist, in einem Zwangszustand des Privatlebens, das dem Menschsein nicht entspricht, weil Menschen sind radikal soziale Wesen. Hannah Arendt würde das so nie sagen, sondern sie etabliert, wie Thomas Mayer wunderbar auch entfaltet, und er mir dann die Revolution auch nahe bringt bei Hannah Arendt, weil die Revolution habe ich in der Vita Activa eben so nicht gelesen, und ich bin eher eine quasi Reformistin im Sinne von Hedwig Richter jetzt im Jahre 2022, die Historikerin, die ein großartiges Buch geschrieben hat über Demokratie, eine deutsche Affäre, im Sinne von eben, wir haben die Notwendigkeit gedeckt, auch im Maschinenzeitalter, und wir sollten die Freiheit leben. Aber ich finde, so wie es Thomas Mayer gemacht hat im Nachwort, die Hannah Arendt, oder, als diese großartige Denkerin des Neubeginns, das haben sie wirklich nicht nur erfasst, sondern es ist enorm wichtig, das im deutschsprachigen Raum viel bewusster zu machen, weil der Esprit natürlich des Neubeginns in unserem alten Europa nicht so vorhanden ist, wie es eben auch bei der Hannah Arendt zeigt. Ja. Also wenn ich da so ausführen durfte, quasi auch in der politischen Praxis, wohin ich komme. Und auf den Neubeginn werden wir nachher eh noch zu sprechen bekommen. Mhm. Also das ist jetzt mal hineingeworfen, also als Hannah Arendt als Philosophin des Neubeginns quasi. Ich will kurz das Zitat von Thoreau, von Henri David Thoreau reinwerfen. Thoreau. Ja, genau. Sorry. Ja. Ich zitiere nie Männer im Zusammenhang. Nein, egal. Nein, ich will es nur deswegen hineinwerfen, weil da nämlich quasi der Titel des Essays drinnen enthalten ist und irgendwie sich, finde ich, ganz gut anschließt, was Sie gesagt haben gerade, nämlich, was bedeutet es, frei geboren zu sein, aber nicht frei zu leben? Welchen Wert hat politische Freiheit, wenn sie nicht Mittel ist für moralische Freiheit? Ist es die Freiheit, Sklave zu sein, oder die Freiheit, frei zu sein, auf die wir stolz sind? Ja, da kommt für mich jetzt gerade nämlich auch diese Öffentlichkeit, von der du geredet hast, ganz gut hinein. Anja, darf ich noch eine Rückfrage zu Thomas Mayer, damit er mir und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen erklärt nochmal den Zusammenhang zwischen Freiheit und Revolution bei Hannah Arendt. Ja. Also wenn das okay ist, aber das finde ich, ganz toll, wenn du das erläutern würdest, weil ich das eben in einem anderen Begriffspaar gebracht habe. Ich kann es verbinden mit dem Thoreau-Zitat von Anja gleich, wenn ihr wollt. Bitteschön. Man sollte nie was glauben, was einfach so am Zoom-Bildschirm erzählt wird. Deswegen lese ich es vor. Es gibt einen Text, den Hannah Arendt zuerst in einer Festschrift veröffentlicht hat, für Siegfried Moses, ein Name, der einem erst einmal nichts sagen wird, aber der für Hannah Arendt biografisch, politisch ganz wichtig war. Siegfried Moses war Zionist, war lange vor der Staatsgründung bereits in Israel, also im heutigen Israel, im Jeschuf in Palästina, und gehörte mit zu den Zionisten, die Hannah Arendt während ihrer Zeit in Paris, also zwischen 1933 und 1939, Anfang 40, mit in die zionistische Arbeit hineingezogen haben, begleitet haben. Man könnte auch die von ihr durchaus kritisch, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt durchaus kritisch gesehene Staatsgründung Israels auch als eine Revolution in der Geschichte des modernen Judentums betrachten. Also hat sie und gleichzeitig dadurch eine bestimmte Form der Freiheit, die in Palästina nunmehr Israel lebenden Jüdinnen und Juden erreicht haben im Sinne einer Staatsgründung, also etwas Neuem. Das heißt also, diese Publikation dieses Textes in dieser Festschrift für ein
Zionisten, der zu dem Zeitpunkt 1963 75 Jahre alt wurde, ist kein Zufall, sondern bewusst gesetzt. Also ist in diesem Titel sozusagen auch die geteilte Erfahrung der beiden mit verwirklicht. So, Revolution und Freiheit, wie hängen die miteinander zusammen? Eben wie ich schon versucht habe zu sagen, in diesem historischen Akt, also insofern von einer historischen Erfahrung, Regula Stempfli, ausgehend der Revolution, die ja das Neue bringt, zunächst einmal. Unklar in einer größeren Dimension wie die Handlung eines jeden Einzelnen, aber dadurch eben neue Freiräume schaffend. Der Freiheitsbegriff wird jetzt hier von Hannah Arendt vom Individuum quasi marxistisch gesprochen auf die revolutionäre Masse, die diesen Neuanfang mit ermöglicht, umgebucht. Aber dabei kann es natürlich nicht bleiben, sondern dieses Tun, dieses Aufstoßen eines neuen Raumes muss perpetuiert, muss verlängert, muss auf Dauer gestellt werden. Nicht im Sinne Lenins, einer permanenten Revolution, Klammer auf, nicht umsonst ist Lenin die Eintrittsfigur des Revolutionsbuches, Klammer zu, sondern im Sinne einer Erhaltung der Freiheitsspielräume, die durch die Revolution möglich geworden sind. Und ich lese einfach mal jetzt aus der deutschen Übersetzung von Ursula Lutz, dieser Text, Revolution and Freedom ist im Original auf Englisch verfasst worden. Solche Rechte und Freiheiten werden von dem politischen Körper garantiert, aber das Leben und die Aktivitäten, die sie schützen, sind nicht politisch im strengen Sinn. Vom politischen Bereich her gesehen sind sie also negative Freiheiten. Sie stecken die Grenzen nicht nur der Herrschaft, sondern auch des öffentlichen Raumes als solchem ab. Die hauptsächlichen politischen Freiheiten beziehungsweise die hauptsächlichen positiven Freiheiten, jetzt Achtung, sind die Freiheit der Rede und die Freiheit der Versammlung. Unter Freiheit der Rede verstehe ich hier nicht bloß das Recht, und jetzt kommen wir zusammen, Regula Stempfli, mich privat frei äußern zu können, also der Oikos, ohne von der Regierung belauscht zu werden. Und jetzt wird es zeitgebunden, Klammer auf, was, wie Sie wissen, heute in allen Ländern unter kommunistischer Herrschaft die Regel ist, Klammer zu. Dieses Recht gehört vielmehr zu den negativen Freiheiten des normalen Schutzes vor der öffentlichen Macht. Freiheit der Rede bedeutet das Recht, in der Öffentlichkeit zu sprechen und, das ist jetzt entscheidend, gehört zu werden. Und solange die menschliche Vernunft nicht unfehlbar ist, wird diese Freiheit die Voraussetzung für die Freiheit der Gedanken bleiben. Mhm. Gedankenfreiheit, und dann schließe ich mit dem Zitat, Gedankenfreiheit ohne Redefreiheit ist eine Illusion. Versammlungsfreiheit ist darüber hinaus insofern die Voraussetzung für die Freiheit des Handelns, als kein Mensch allein handeln kann. Und in dem Zitat ist dieses gesamte Begriffsnetz jetzt sozusagen aufgespannt. Revolution ist ein Akt von vielen. Wie diese Revolutionen zustande kommen, das analysiert sie sozusagen idealtypisch an der französischen und an der US-amerikanischen. Aber dann, da wollen wir ja ein bisschen raus, mehr zur Vita Activa. Diese Revolutionen ermöglichen Handlungsspielräume oder legen überhaupt erst den Aspekt des Handelns als Freiheit offen. Und in diesen Raum, der bei Hannah Arendt Erscheinungsraum heißt in der Vita Activa, den betreten wir dann, treten also aus dem Oikos, aus dem Dunkeln des Haushaltes auf die Agora, werden dort sichtbar, füreinander, gegenseitig, stellen Pluralität her und überprüfen diese Pluralität auch gegenseitig, indem wir uns eben als sichtbare Wesen erkennen, zu erkennen geben. Und das ist Freiheit im eminenten Sinne. Das ist ein schöner Übergang und auch ein Überspringen meiner Fragen. Also das wurde jetzt alles schon tatsächlich sehr schön aufbereitet von Ihnen beiden, nämlich einerseits, in welche was der Unterschied zwischen positiver und negativer Freiheit bei Arendt ist
oder für ihren Freiheitsbegriff ist und dann auf der anderen Seite diese Wichtigkeit des öffentlichen Bereichs quasi, dieses Hinaustretens. Aber vielleicht können wir dann gleich sozusagen in den zweiten, wie soll ich sagen, Themenbereich übergehen, nachdem wir jetzt den Begriff bei Arendt schon etwas skizziert haben, nämlich was sind denn diese Rahmenbedingungen der Freiheit? Weil wir haben einerseits die Menschen, die hinaustreten in den öffentlichen Raum, aber jetzt ist die Frage, wer sind diese Menschen, die hinaustreten in den öffentlichen Raum? Und ich bringe jetzt da auch ein Zitat aus dem Essay auf Seite 24, nämlich die Männer der ersten Revolutionen wussten zwar sehr wohl, dass Befreiung der Freiheit vorangehen musste, waren sich aber noch nicht der Tatsache bewusst, dass eine solche Befreiung mehr bedeutet als politische Befreiung von absoluter und despotischer Macht. Dass die Freiheit, frei zu sein, zuallererst bedeutete, nicht nur von Furcht, sondern auch von Not frei zu sein. Damit möchte ich natürlich anspielen, in welcher Weise Armut und Not und quasi die Unter- oder Überprivilegierung von gewissen Personengruppen in dieser Öffentlichkeit, von der wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, für Arendt eine Rolle spielt und vor allem im Kontext revolutionistischer Freiheitsbestrebungen eine Rolle spielt. Im Buch selbst behandelt sie hauptsächlich ja die französische und amerikanische Revolution, aber vielleicht können wir das ja auch in einen kontemporären Kontext einbetten. Unbedingt. Also ich möchte den kontemporären Kontext nehmen. Bitte schön, ja. Weil ich ganz ehrlich sein muss, ich finde eben ihre Revolution, also diesen Text, diesen Revolutionstext von Hannah Arendt nicht so genial wie einzelne Kapitel über den Zusammenhang von beispielsweise Animal Laborans, also zwischen Handeln, Herstellen und der Wiederaktive. Also deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich finde es immer toll, wie Thomas Mayer so im Text drin ist von Hannah Arendt, in diesem Text, so wie ich dann in der Wiederaktive in einzelnen Kapiteln, dass er sie quasi lebt und auch denkt und mit ihr denkt. Oder? Ich möchte noch etwas sagen zur Freiheit, also den Freiheit zum Staat und Freiheit vom Staat. Ja. Und gleichzeitig möchte ich die aktuelle Diskussion aufnehmen, also nur kurz zeigen, was da gemeint ist. Bitte. Eben die Freiheit zum Staat als partizipatives, nicht nur Element, sondern überhaupt das in die Welt treten, handelnd und gestaltend. Das ist die Demokratie demokratisieren, da sind wir noch. Da hätten wir unfassbare Möglichkeiten ohne Revolutionen innerhalb der Verfassung, der existierenden Verfassungen. Ich sage immer, wir leben im Paradies in der Europäischen Union, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Was fehlt, ist diese mehr Demokratiewagen quasi von Brandt und eben diese Partizipation, die Freiheit, frei zu sein, ganz anders auszugestalten. Ich sage dann noch, was ich damit meine. Und die Freiheit vom Staat ist wirklich entscheidend, dass im Privatbereich ein Privatleben möglich ist. Also ein Mensch, der nur Privatleben lebt, hat das Menschsein verpasst. Aber ein Mensch, der kein Privatleben leben darf, ist ebenso fehlpositioniert. Und ein aktuelles Beispiel ist die Digitalisierung mit den Daten. Also es heißt, die Freiheit zum Staat, würde ich eben sagen, die Freiheit zu den Daten, so wie ich es gesagt habe, no data without representation, keine Daten ohne politische Repräsentation, im Anschluss von Hannah Arendt und der amerikanischen Revolution, die nämlich gestartet hat, nicht als Revolution, sondern eben als Steuerprotest, no taxation without representation, keine Besteuerung ohne politische Repräsentation, was übrigens auch auf die Notwendigkeit dient. Mhm. Also bei den Daten heißt es, öffentliche Daten nutzen. Also ich muss einen Zugang haben zu allen Daten. Öffentliche Daten müssen genutzt werden können. Wir müssen, alle sozialen Medien müssen wie Infrastrukturen ausgebaut werden und private Daten schützen. Also das wäre dann quasi die Politeia mit öffentlichen Daten auch nutzen, gestalten, programmieren und das Oikos, die persönlichen Daten schützen. Es wäre so einfach. Und das ist eigentlich festgelegt in unseren Verfassungen. Was nicht festgelegt ist,
ist die Mediendemokratie, die so viel mit Demokratie zu tun hat wie ein Krokodil mit einem vegetarischen Sandwich. Was nicht beachtet wird, was Hannah Arendt im Totalitarismusbuch wirklich gut ausführt, nämlich die Rolle der Medien im Sinne der Unfreiheiten definieren, indem im Moment 2022 vor allem Korrelationen, Automatismen, repetierte digitale Totalitarismen quasi News machen und den Wirklichkeitsbezug, und das gehört auch zur Freiheit, die Freiheit, die sich nur in Wirklichkeit und in einer Welt auch entfalten kann. Genau. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen länger war, aber eben, ich finde tatsächlich mit der Revolution, also eben verteidigen, nicht verteidigen, Sie kennen diesen Text so gut, und wenn ich Sie höre in der Interpretation von Hannah Arendt in diesem Text, finde ich ja klar, aber grundsätzlich ist sie ein bisschen altbacken. Also im Revolutionsbegriff. Auch wie sie schreibt, oder? Also das ursprüngliche Ziel der Revolution war, Seite 34, wie schon gesagt, Freiheit im Sinne der Abschaffung persönlicher Herrschaft und der Zulassung aller zum öffentlichen Bereich sowie ihrer Beteiligung bei der Verwaltung der Angelegenheit, die alle betreffen. Herrschaft bezog sich auf die größte Legitimation nicht aus Machtstreben, sondern aus dem menschlichen Wunsch, Menschheit zu sein. Da finde ich, da ist sie im Vita Activa viel, viel klarer. Ja, ja, ich meine, sie hat viele Facetten. Jeder kann sich vielleicht aus dem, vielleicht für jemand anderen ist genau das. Also die Erkenntnis, weshalb rede ich so? Ich will natürlich eben eher so quasi auch die Reformen mit Hannah Arendt denken und nicht nur die Revolution. Weil ich finde... Ich sehe es auch gerade im Wahlrechtsdiskurs, eben die Befreiung der Sklaven, Sklavinnen und der Frauen, sehe ich eben, das waren Reformbewegungen und nicht Revolutionsbewegungen. Und Revolutionsbewegungen haben immer so etwas Heeres und sie scheitern. Wie Hannah Arendt übrigens selber sagt, die französische Revolution mündete in eine Katastrophe. Aber die Reformen sind ja, wie soll ich sagen, sind ja voll von revolutionistischem Potenzial, wenn sie denn durchgehen. Ja. Aber vielleicht will Herr, vielleicht wollen Sie einfach noch mal darauf antworten, Herr Mayer, was Stempfli gerade gesagt hat, bevor wir jetzt noch auf die Öffentlichkeit und die Frage zurückkehren. Ja. Aber vielleicht gibt es eine Reaktion. Zwei Sinne, also nicht, dass ich irgendwie jetzt harmoniesüchtig rüberkommen will, aber ich glaube, wir können da über eine gemeinsame Brücke gehen. Also was Hannah Arendt an diesen beiden Revolutionen interessiert, gerade in dieser Gegenüberstellung, die ja auch gerade die Historiker bekannt ist, die Kritik von Eric Hobsbawm, einem deutsch-jüdischen, nach England emigrierten marxistischen Historiker, der sagte, also das Buch ist ja ganz grauenhaft, da kommt ja gar keine Geschichte drin vor. Hätte ihm jemand auf die Schulter hauen sollen und sagen, Mensch, Erik, das ist auch gar nicht die Idee. Und zwar nicht im Sinne einer Entlastung oder einer billigen Verteidigung dieses Buches, sondern hier werden zwei Modelle, zwei historische Erfahrungstatsachen, zwei Modelle miteinander konfrontiert, die genau das, was Sie, Regula Stempfli, so emphatisch und gern spendig Beifall, ihr habt in der Schweiz gerade das riesige Problem der Veränderung des Pressegesetzes, wo ja auch Öffentlichkeit unter einem sehr fragwürdigen Pressefreiheitsbeschränkungen und auch wenn es nur um ein Wort geht, was im Gesetz geändert werden soll, auf der Agenda habt, dann ist die Revolution sozusagen in ihrer Sprache die Voraussetzung für Reform. Also gerade genau das setzt in den Stand. Also Arendt interessiert sich mehr dafür, dass nach der sogenannten amerikanischen Revolution solche Formen wie, und jetzt sind wir, Frau Gleich, wieder sofort bei Ihnen, solche Möglichkeiten sich ergeben haben wie Town Hall Zusammenkünfte. Also die Idee, Räume zu schaffen, die in einer Art permanentem Austausch
die Bürger im Abgleich zwischen Rechten und Pflichten, zwischen Erfahrungen und Utopien, zwischen Gewünschtem und Erlebtem als einem gemeinsamen Ort erleben können. Das also die Reformdenkerin Arendt, also da komme ich ganz auf ihre Seite des Flusses, um im Bild zu bleiben, davon ausgeht, Revolutionen können nur dann als historischer Gewinn überhaupt betrachtet werden, und dann, wenn sie Institutionen schaffen, die die Möglichkeit bieten, genau diese Idee der Öffentlichkeit gegen den Zugriff totalitärer Bestrebungen zu schützen und dies ausdrücklich unter der permanenten Revisionsbereitschaft. Also Rahel Jägi zum Beispiel, eine Berliner Kollegin, fasst das in eine ganz andere Begrifflichkeit und redet von Lebensformen, die Institutionen darstellen. Und diese Institutionen dürfen eben keine verbeamteten Institutionen sein, die in der Ausgabe von Formularen und deren Überprüfung sich erschöpfen, sondern sozusagen Teil des Prozesses sein müssen, in dem Individuen sich abgleichen können in ihrem Verhältnis zum Staat, zu diesen Institutionen und zu den anderen Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Staat eben ausmachen. Also Partizipation ist eigentlich das stärkste Argument, das sie der amerikanischen Revolution abgewinnen möchte, und Partizipation dann wieder jetzt in die Vita Activa hinüberführt, die Handlungsspielräume zu eröffnen und zu stabilisieren. Und dann können wir den Revolutionsbegriff auch gerne zur Seite schieben und uns auf das konzentrieren, was wir sozusagen, Sie haben ja schon damit angefangen, Regula Stempfli, nämlich unsere Gegenwart mit arischen Begriffen zu erschließen, interessant sein muss in diesen Tagen. Und naja, vielleicht kann ich hier noch trotzdem auch noch eine weitere Brücke schlagen, die vielleicht reingenommen werden kann, aber diese Reformen oder Institutionen, die sich dann nach Revolutionen sozusagen etablieren oder etablieren sollten, die sind ja auch genau dann die Personen schützen, die vorher in diesen öffentlichen Raum nicht mit einbezogen wurden. Mhm. Also im Sinne von Institutionen und Reformen, die stehen dann quasi fest und sind nicht mehr so leicht umwerfbar oder nicht mehr so leicht umzuwerfen. Und deswegen vielleicht eben zurück zum kontemporären Kontext, um auch meine ursprüngliche Frage, wer sind denn die Personen, die in diesem öffentlichen Raum partizipieren, und inwiefern hat das wiederum mit Dingen wie Ungleichheit und Armut zu tun bei Arendt? Ah, jetzt sind wir an einem schwierigen Punkt. Ja. Weil wenn Sie fragen, wer, gehen wir auf den Ort, des Sprechens beispielsweise, zielen genau. wir hin, beispielsweise, also in ja. der zeitgenössischen, im zeitgenössischen Diskurs. Ja. Und da wäre natürlich mit Hannah Arendt extrem vorsichtig, wenn der Ort des Sprechens entscheidender ist als quasi die Handlungsfreiheiten, mhm. die Partizipation, also quasi wirklich der Akt und nicht das Sein. Ein Problem der zeitgenössischen Diskurse, der Sprechakttheorie beispielsweise, also es gibt verschiedene Probleme hier, aber mit Hannah Arendt gibt es eben ein großes Problem, ist bei der Sprechakttheorie diese Ortsverbindung an den Körper gebunden, also an an den Ausdruck des Körpers, als Geschlecht beispielsweise. Und ein großes Problem, das ich sehe in der Sprechakttheorie, ja genau, wenn Menschen als bestimmte Kategorien in den öffentlichen Raum kommen. Mhm. Das heißt überhaupt nicht, also ich würde den öffentlichen Raum so gestalten, dass wenn öffentliche Gelder in den verwendet werden, dass da sehr wohl
sofort Quoten, auch mit Hannah Arendt argumentiert, sofort Quoten für sogenannte Minderheiten eingeführt werden könnten. Ich würde es aber, das wären dann für 5 Jahre oder 10 Jahre, also dass das immer wieder wiederholt werden kann. Ich habe aber große Mühe mit Hannah Arendt, eben vom, wenn sie fragen, wer darf, quasi auch wer darf. Also das ist so antifreiheitlich. Also freiheitliche Fragen immer, wie kann ich, was soll ich, was muss ich und nicht darf ich. Oder das ist eher was Autoritäres. Ich würde vielleicht noch ein Zitat einwerfen in dieser wie soll ich sagen, Skepsis an meiner Frage. Sie schreibt nämlich an anderer Stelle auf Seite 34, nämlich, dass Herrschaft, also Zitat, Herrschaft bezog ihre größte Legitimation nicht aus Machtstreben, sondern aus dem menschlichen Wunsch heraus, die Menschheit von den Lebensnotwendigkeiten zu emanzipieren. Um das zu erreichen, bedurfte es der Gewalt, der Zwangsmittel, damit viele die Last der wenigen trugen, sodass zumindest einige frei sein konnten. Und ich wollte jetzt sozusagen... Also bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine wunderbare Arendt-Bedingung, Hannah Arendt-Bedingung, um freiheitlich zu partizipieren. Genau. Ich dachte in Ihrer Frage, Sie denken an unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche biologische Kategorien. Die Frage war ganz offen, also auch ja, aber natürlich weil, auch, weil das, was die Sie natürlich sagen, ja, im zeitgenössischen Diskurs so stark dominieren, ja, und die wirklich mit Hannah Arendt denkend ganz einen riesigen Fächer auftun. Also jetzt weiß ich übrigens, was ich sagen wollte mit der Sprechakttheorie. Etwas, was entscheidend ist bei Hannah Arendt, ist die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Ja. Das ist ja das, was sie auch, was sie auch so angreifbar macht in der Fehlperzeption von Hannah Arendt. Aber Thomas Meyer hat genau, schon vielleicht können wir da das Wort wieder an Herrn Meyer richten. Was seine Ich überlege gerade, wie ich da am besten anknüpfe. Also um es wie bei dem Freiheitsbegriff schon zu gestalten, vom Negativen hin zum Positiven. Einer der massivsten Vorwürfe gegen Hannah Arendt lautet bis zum heutigen Tag, sie sei elitär, sie sei dadurch antidemokratisch, aber mindestens nicht basisdemokratisch, dass im Hintergrund sozusagen immer der Film der aristotelischen, seltener platonischen Tradition mitläuft, dass sie also ihre Begriffs- und Bilderwelten aus einem Sklavenhalterstaat heraus entnimmt. Und so hat es kürzlich eine Kollegin, Juliane Rebentisch, die in Offenbach lehrt, in einem Buch über Pluralität bei Arendt gesagt, genau, also sehr massiv darauf insistiert und mit ihr viele andere Arendt-Kritikerinnen, Judith Butler wäre nur eine von vielen, aber vielleicht eine der bekanntesten, die diese vermeintliche antiken Versessenheit als Ausweis dafür sehen, dass sie bei all diesen Inklusionsüberlegungen, also wer darf partizipieren, alle, in Wirklichkeit sozusagen ein Unterschleif, wie man in Bayern sagt, macht und dabei andere nicht sichtbare, so ein weiterer Vorwurf, Menschen ausschließt, so in ihren Überlegungen zum Kolonialismus, wie auch immer wieder hervorgehoben wird. Also es gibt eben die Menschen ohne Geschichte, die keinen Anteil an der zentraleuropäischen Geschichte haben und deswegen in diese Begriffs- und Inhaltsnetze von Hannah Arendt überhaupt gar keinen Eingang finden und dieser Universalismus sozusagen nur vorgetäuscht ist. Das stimmt natürlich alles nicht. Das können wir jetzt alles schnell dekonstruieren, weil das passt natürlich überhaupt nicht. Das stimmt in keiner Weise in der Interpretation von Hannah Arendt, wenn Hannah Arendt konsequent gedacht wird. Wieso haben kolonialisierte Länder und die Menschen keine Geschichte? Nicht
weil sie keine Geschichte haben, aber in Ahrens Erfahrungsschatz ist eben, weil ihre Erfahrung, ihre historische Erfahrung aufgrund quasi des Totalitarismus, des kolonialistischen Aktes nicht einfließen kann, weil eben auch der Kolonialismus selber die totalitären Elemente der Enteignung vom Menschenstatus beinhaltet. Und so lese ich das, ich bin fassungslos, gerade im neuen Buch über die Vielfalt, wie einzelne Zitate genommen werden. Also ich finde, das können wir überhaupt machen und dann schmeißen wir mal alle Philosophen weg und beginnen wieder neu, eine Revolution. Wir machen ab 24. Mai gibt es jetzt die neuen Philosophinnen, gleich Meyer und Stempfli, und wir beginnen neu und versuchen unsere Sprache auch ganz, ganz klug zu bringen. Also ich würde schon noch hören, dass Sie eben die Hannah Arendt hier verteidigen. Sie haben jetzt die Kritikerinnen genommen, aber sie macht das natürlich nicht. Aber weil sie es nicht verstehen. Zum Tableau sozusagen. Ja. Aber sie verstehen nicht zwischen. Sie verstehen alle, verstehen Hannah Arendt tatsächlich nicht mit dem Zwang, mit dem Oikos und der Polis. Und ich komme mir echt vor, wie in der Schule als hochbegabtes Kind. Ich rede, ich schreibe, ich mache, und die Menschen hören ganz anders, sehen ganz anders und lesen ganz anders. Es ist so einfach. Menschen, und vielleicht sage ich das, weil ich aus wirklich extrem armen Bedingungen aufgewachsen bin, wenn die Notwendigkeit gedeckt ist von Haus, Bildung, Gesundheit, auch einer Anerkennung vom Oikos selber, das braucht schon auch. Aber wenn das gedeckt ist, da fliege ich, da bin ich frei. Da bin ich auch nicht im Zwangskorsett vom Publish oder Perish, sondern kann freie Autorin sein. Ich bin nicht angewiesen, um meine politische Freiheit äußern zu können, und nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch meine politischen, ich bin Aktivistin, ohne dass ich immer Angst haben muss, dass ich den Job verliere, dass ich als Paria ausgegrenzt werde oder eben als Parvenu mich extrem anpassen muss. Ich finde das großartig und ich bin manchmal wirklich fassungslos, wie das so mit Absicht missverstanden werden kann. Ja, ich habe das Zitat auch vorhin über die quasi, also dass sich die Herrschaft ihre größte Legitimation nicht das Machtstreben bezieht, habe ich unter anderem auch deswegen gebracht, um zu fragen, ob Freiheit denn immer relativ ist und sozusagen, ob es eine wirkliche Freiheit gibt, quasi, die abseits jeglicher Ungerechtigkeiten überhaupt besteht. Das ist eine schöne Frage. Also da möchte ich schon auch noch hören, was Thomas Mayer da hat. Vielleicht. Ist Freiheit, also weil ich habe eine andere. Gibt es eine wirkliche Freiheit, ganz, die ohne Ungerechtigkeiten? Ganz entscheidend in dem Zusammenhang scheint mir zu sein, dass dieses Einkürzen wollen oder dieses Einkürzen ohne Wollen von Arendts Freiheitsbegriff quasi ein fundamentales Unverständnis ausdrückt, sich sozusagen historisch rückzuversichern. Und dieses Zitat, was Sie gebracht haben, Frau Gleich, über die Herrschaft, ist eigentlich in einer unglaublich eleganten Art und Weise eine präzise Nachzeichnung, wie es zu Fragen von Herrschaft, von Autorität, von Macht und Gewalt, also auch ein Begriffspaar des Arendt, überschematisiert, um es umso deutlicher vortreten zu lassen, zeigen möchte, nämlich, dass Freiheit niemals denkbar ist, ohne den Kontext, in dem sich Freiheit verwirklichen lassen kann. Das heißt also, Freiheit ist ein Begriff, der gebunden ist an andere Begrifflichkeiten. Es gibt keine Freiheit per se, eine sogenannte absolute Freiheit. Und, genau, gibt es nicht. Diese Vorstellung, dass diese Rückgebundenheit Arendts zum Beispiel an
im Übrigen ja in keiner Weise nur an die antiken Philosophen, sondern dieses Revolutionsbuch Regula Stempfli, wenn ich es nochmal sagen darf, endet ja mit Sophokles. Also geht nochmal zurück in die Antike und stellt ganz bewusst einen Rückschritt sozusagen zur Diskussion, also einen zeitlichen Rückschritt zur Diskussion, um die Dramatik und die fundamentale, also die grundlegende Bedeutung des Freiheitsbegriffes in menschlichen Beziehungen darzulegen. Mhm. Es gibt Freiheit sozusagen nur, wo mindestens zwei zusammenkommen. Ja. Und diese zwei, diese unbestimmten zwei, müssen erst einmal gar nichts anderes sein als eben nur diese zwei. Mhm. Und der Rest sind nicht vorhersehbare, wie Regula Stempfli schon mehrfach gesagt hat, jeder Form der Notwendigkeit, also eines Zwanges, enthobene Folgen, die für diese beiden im Übrigen auch völlig unkalkulierbar sind. Mhm. Ja, hier wird sozusagen auch die phänomenologische Grundausrichtung von Arendt nochmal schön deutlich, indem sie dieses Sichtfeld, was daraus werden kann, in keiner Weise einschränkt, nämlich ganz viel, eben hin bis zum Furchtbarsten, wie es schon in der Antigone heißt, im großen Chorlied, bis eben hin zum gelingenden Zusammensein. Und zwar gelingendem Zusammensein im kurzen, momenthaften Aufschein dieses Zusammenseins. Sie suchen nach einem freien Platz in einem Zug, ziehen die Schiebtüre nach vorne, gucken kurz hinein, 6 Plätze, 3 davon sind noch frei und sie erscheinen sozusagen für diesen Moment. Es gibt eine momentane Gemeinschaft, die im nächsten Moment, wenn sie weiterziehen, endet, bis hin auf das staatlich organisierte Zusammenleben, wo dieser Erscheinungsraum sozusagen auf Dauer gestellt werden muss. Gesetze, Regularien in ihrer gleichzeitigen Dauer wie Veränderbarkeit täglich auf dem Prüfstand stehen. Ja, so. Und das ist quasi die Freiheit, der Rahmen, in dem der Arendtsche Freiheitsbegriff gehört. Mhm. Und fast wäre ich versucht, autoritär zu sagen und nichts anderes. Genau, es gibt keinen anderen quasi. Der ist wirklich umfasst den Kern von Freiheit, Arendts Freiheitsbegriff. Was wir noch, Entschuldigung. Wenn ich da kurz noch einwerfen darf, weil wir auch im Vorgespräch kurz drüber geredet haben, ich würde schon gerne auf die sozusagen aktuellen totalitären Bestrebungen eingehen und inwiefern sich eben sozusagen da auch diese perfide Verwendung von dem Begriff der Freiheit erstens vermischt und wie aber auch gleichzeitig Freiheitsprinzipien außer Kraft gesetzt werden. Und würde da gerne darauf auf ein Zitat von Foucault zu sprechen kommen aus seinem Buch Analytik der Macht, also aus dieser Essay-Sammlung, wo er nämlich an einer Stelle schreibt, auf Seite 218, auch wenn ein Individuum frei bleiben kann, so begrenzt seine Freiheit auch sein mag, kann die Macht es doch der Regierung unterwerfen. Es gibt keine Macht ohne potenzielle Weigerung oder Auflehnung. Und wir haben ja im Vorfeld schon über sozusagen den Begriff der Lüge bei Arendt gesprochen. Und inwiefern sozusagen ja sozusagen auch die Antithese, was bei totalitären Regimen natürlich versucht wird, systematisch außer Kraft zu setzen, also die Gegenstimme sozusagen, inwiefern sie diese Freiheit bedingt. Deswegen also die Hannah Arendts Reflexionen über Wahrheit und Politik sind eng eben mit dem Freiheitsbegriff verknüpft. Die enge Referenz zwischen politisch Handeln in einer mit Weltbezug garantierten Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die sich im Common Sense, also auch in der gemeinsamen Erfahrung und dem Verhandeln manifestieren soll. Mhm. Phänomen, also wirklich außerordentlich ist das Totalitarismusbuch in enorm vielen Facetten. Aber außerordentlich für mich war das Totalitarismusbuch vor allem deshalb, weil ich realisiert habe, die Macht von Ideologie, von Meinungen, von völligen Fiktionen, die Wirklichkeit zu gestalten. Mhm. Und zwar wirklich die Welt zu gestalten. Mhm. Was wir vorher uns sehen. Und da bin ich voll in meiner Vorlesung eben der totalitären Elemente digitaler Wirklichkeitsverlustes.
wir sehen die Macht von Fiktionen, kodierten Fiktionen, automatisierten, repetierten Fiktionen, die ganze Kontinente zu Müllhaufen umwandeln, gestalten, ja, ohne dass wir quasi handelnd eingreifen können. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was wir vergessen haben, ist, Hannah Arendt kennzeichnet die Lüge als klassisches Kind der Freiheit. Und zwar, da nur in freien Systemen die Menschen keiner Notwendigkeit, keinem Zwang der Wirklichkeitsanerkennung durch eine Autorität unterliegen. Wir können also lügen, weil wir selber Autoritäten sind. Dies sei ein Zeichen der Moderne. Und das ist die große Freiheit. Sie hat eben aber quasi auch eine Janusgesichtigkeit, wenn eben der Common Sense nicht etablierbar ist in einer Atmosphäre, in einem öffentlichen Raum, wo Meinungen, Fiktionen, Storytelling, Narrative, Sprechakte über die Wirklichkeit entscheiden. Genau, und sie schreibt ja auch in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft auch, dass quasi in totalitären Regimen Resistance unmöglich gemacht wird und tut das ja auch sehr psychologisierend auffassen. Das kann man jetzt sowohl, sage ich jetzt mal, auf die Kriegssituation in Europa beziehen, als auch natürlich auf die Pandemiesituation der letzten Jahre, weil sie sagt, eben durch diese gegenseitige Isolation, die eben nochmal verstärkt wird durch die Digitalisierung und durch diese eben Systeme, Automatismen quasi. Die uns entscheiden und definieren. Genau. Ein Jahrgangskilo und Zentimeterverhältnis aus mir machen. Genau, genau. Aber genau durch diese Systeme werden eben diese Resistenzen unmöglich gemacht. Und sie schreibt in einem anderen Essay Macht und Gewalt, nämlich auch diesen Satz, Gewalt tritt dort auf, wo Macht in Gefahr ist. Mhm. Damit möchte ich aber das Wort jetzt vielleicht dann wieder an Herrn Mayer geben. Mit der Frage, genau, die Freiheitsbegriff im Kontext der totalitären Bewegung. Genau, im Kontext totalitärer Regime oder totalitärer Bestrebungen, muss ja nicht... auch aktuell, ja. Aktuell, ja. Naja, die Kontrastierung, die noch für Hannah Arendt eindeutiger bestimmbar gewesen ist zwischen dem Totalitären und der Freiheit, den Möglichkeitsspielräumen von Freiheit. Die sind ja, und da müsste man, wenn nicht nachjustieren, es so doch schauen, wie man sozusagen Hannah Arendt zur Seite stellen könnte, nochmal auf ganz andere Art und Weise herausgefordert. Es ist eben unklar im ersten Moment, wenn die sogenannte weite Welt des Internets von linken wie rechten Aktivistinnen gleichermaßen als zensurfreie Zonen deklariert werden, die also unbedingt jede Form der Beschränkung ausschließen müssen, weil Freiheit ja darin bestünde, tun und lassen zu können, was man wolle. Jede Form eines Beschränkungsansatzes könnte quasi missbraucht werden und nur der Anfang sein für ein letzten Endes reguliertes, ich bleibe jetzt mal bei dieser virtuellen Form von Wirklichkeit, und quasi diesen zusätzlich gewonnenen Freiheitsspielraum namens virtuelle Welten begrenzen und damit selbst totalitär werden. Also wir können von dieser Position ausgehend gar nicht mehr per se bestimmen, wie es für Arendt noch leichter möglich war, ob es sich hier um ein Freiheitsversprechen oder um eine Totalitäts- oder Totalitarismus-Zumutung handelt. Und wenn man sich das nur als Frage vorlegt, ich habe ja meine eigene Position dazu noch in keiner Weise verraten, und nimmt dazu noch die, gerade in der Bundesrepublik, wenn Sie mir das erlauben, gegenüber einer Schweizerin und einer Österreicherin, dann hat ja eine Partei in Deutschland bei den letzten Bundestagswahlen reüssiert, nämlich die Freie Demokratische Partei, also die im Namen
schon das Konzept der Freiheit zu vertreten scheint, mit dem Anspruch, dass jedwede Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Wahlfreiheit zwischen sich impfen zu lassen und sich nicht impfen zu lassen, als eine nur in Form einer Zumutung artikuliert werden kann und eben die Freiheit beschränkt. Und daran sieht man auf dramatische Art und Weise, oder aber, wenn Sie es sozusagen noch dramatischer haben wollen oder an den Bildschirmen haben wollen, eine Initiative, die von der Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer und einigen Philosophen wie Herrn Merkel und Schriftstellern wie Martin Walser und anderen initiiert wurde, die ihre Freiheit dadurch bedroht sehen, dass andere für ihre Freiheit kämpfen, in dem Fall die Ukrainerinnen und Ukrainer, und in einer ausgesprochen demagogischen Sprache zu artikulieren versuchen, dass ihr Sicherheitsbedürfnis sozusagen der Maßstab ist für andere akut, nicht nur akut bedrohte, sondern der Vernichtung ausgesetzte Freiheitsbedürfnisse entgegenstünden und sozusagen ein Primat für sich und ihre Exklusivrechte einklagen, dann sieht man doch, dass dieser Arendtsche Freiheitsbegriff, der ja scheinbar nur an die Sklavenhaltergesellschaft des antiken Athens gebunden ist, doch eine erbärmliche Degeneration erlebt hat und wieder neu justiert werden müsste als eben ein Pflichte-Rechten-Freiheitsbegriff, dessen Austarieren immer nur in konkreten Situationen geht. Also, und ich würde den offenen Brief beispielsweise würde ich so kennzeichnen als völliger Wirklichkeits- und Wahrheitsverlust, eben als klassische Meinungen als Tatsachen verkaufen, als klassisches Fehlen der Urteilskraft. Und da empfehle ich allen, die uns zuschauen, die Vorlesung über das Böse von Hannah Arendt, weil sie dort wirklich quasi die Urteilskraft, die Unterscheidungskraft auch für heute schult. Das ist ja das Großartige an Hannah Arendt, dass sie nicht eben die, eine Philosophin mit einem klassischen Begriffskanon ist, sondern das politische Denken lehrt. Mhm. Und mir war noch, Punkt Digitalisierung. Ich glaube, da verstehen wir die Totalitären, also die meisten verstehen das nicht, die totalitären Elemente der Digitalisierung. Und die bestehen darin, dass es eben in der Digitalisierung also im virtuellen Raum gibt es keine Freiheit nach Arendts Sinne, weil die Kodierung ist natürlich völlig in unfreien Verhältnissen geschehen. Weil die Kodierer richten sich eins zu eins an einer Sklavengesellschaft, also mit rassistischen Notwendigkeiten und einer absolut totalitären, sexistischen Gesellschaft. Mhm. Und das muss ganz klar gesagt werden. Also ich habe einen Artikel über die Leerstellen der Demokratie und ich sage immer wieder auf Twitter, it's the codes, stupid. Weil der freie Raum des Virtuellen ist unfrei, weil die Menschen als Privat, wir werden reduziert, völlig vereinsamt vor den Bildschirmen, in den sozialen Medien gemacht, und zwar getriggert durch unfreie Codes. Gleichzeitig die Likes bringen uns Serotonin, also der Behaviorismus und die Biopolitik ist direkt in den sozialen Netzwerken erkennbar. Also eben Likes bringen uns ein Wohlgefühl, Serotonin Nachrichten bringen uns das Adrenalin und die sind alle programmiert dazu, das ist Shoshana Zuboff, die auch eine großartige Hannah Arendt-Schülerin ist und eben eine eigene Denkerin
dank Hannah Arendt, wie ich das von uns allen drei denke, Shoshana Zuboff, die ganz klar zeigt, dass das Ziel der kodierten Fiktionen eben einen Totalitären, die Abschaffung des öffentlichen Raums und des Gestaltungsraums darstellt. Also ja. Ein rasender Stillstand, Paul Virilio, oder an den Augen, an den Pfahl des Augenblicks gebunden von Nietzsche, dass es so krass wird, dass wir überhaupt keine Zukunftsgestaltung mehr uns vorstellen können. Deshalb hatte ich mit Hannah Arendt Utopie-Denken erst gerade in den Nächten der Philosophie. Ich finde es wichtig, dass wir das nochmal betonen. Es gibt Totalitäre, nicht? Es gibt die kodierte Allmacht. Wenn denn in den Medien beispielsweise die korrelierten Automatismen, die Trends, den Newswert bestimmen in Demokratien, dann hat es mit Information nichts mehr zu tun, sondern eben mit, das sind die totalitären Elemente. Was nichts heißt, dass die Digitalisierung nicht auch das Paradies ist. Mhm. Also das hat mit dem nichts zu tun, weil Hannah Arendt wird auch immer Technophobie vorgeworfen. Nein, es hat damit zu tun, ob Menschen... Und auch die Fragen eben, nehmen uns die Maschinen die Arbeit weg? Also dann müssen wir über den Arbeitsbegriff reden. Sondern es hat damit zu tun, dass die Menschen zu Maschinen gemacht werden. Das Problem ist nicht so sehr, dass die Maschinen menschlich werden, sondern das Problem ist, dass die Menschen zu Maschinen werden, zu automatisch repetierbaren Punktesysteme, die quasi via Kreditsystem als Kredit, also wir haben kein Kapital mehr, wir sind Kredit, quasi umverteilt werden, automatisiert umverteilt werden. Und dabei ist doch, und ich wollte zwar jetzt auf etwas anderes eingehen, aber ich werde es jetzt reinwerfen, weil wir haben noch nicht drüber geredet und es scheint mir aber trotzdem wichtig zu sein, weil es das Gespräch von Anfang an irgendwie mitbestimmt hat. Wir sind vor allem deswegen keine Maschinen, weil wir Anfänger sind. Ja? Und ich will an der Stelle ein Zitat auch aus dem Essay bringen, nämlich, da schreibt Arendt, frei zu sein und etwas Neues zu beginnen, war das Gleiche. Und diese geheimnisvolle menschliche Gabe, die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. Mit anderen Worten, wir können etwas beginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind. Ja? Und ich glaube, das tut sich jetzt wieder ganz gut irgendwie schließen, sozusagen in die Richtung, was macht den Mensch zum Menschen als öffentliches und politisches Wesen, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Und deswegen, ich richte das Wort vielleicht jetzt wieder an Herrn Mayer. Warum ist diese Formulierung des Anfängers, ja, des Neuankömmlings in der Welt für Arendt so wichtig, gerade im Kontext dieser Freiheit, die wir ja alle zu verteidigen, mit Arendt zu verteidigen haben. Und auch zu leben. Und zu leben haben, genau. Nicht nur zu verteidigen, nicht nur geredet, sondern einfach auch zu leben haben. Ja. Also diese Idee, dass dies mit jeder Geburt ein Neuanfang geschaffen wird, mit dieser Art Dynamisierung von etwas sehr Natürlichem, das ja quasi unter den normalen Umständen des Erwachsenseins, des Urteilsbildens könnens, des verantwortlich sein könnens für Handlungen so ganz und gar nichts zu tun hat, ist ja zunächst einmal verstörend. Aber man könnte bei der gern als konservativ charakterisierten Hannah Arendt auch davon sprechen, dass genau dieses Neuanfangen könnens quasi ihr Utopiebegriff beinhaltet. Mhm. Nämlich in diesem Ungeprägten und in diesem Hinzutretenden, also die Geburt des Menschen als dem zwar medizinisch kalkulierbaren oder biologisch kalkulierbaren, aber in der Welt der Phänomene etwas völlig
Neuartiges und in gar keiner Weise Berechenbares hinzutritt. Dass ein Mensch auf die Welt kommt, bedeutet für Sie zum Beispiel die Garantie von Kontinuität. Ihr Utopiebegriff ist nicht gekoppelt an etwas zu Erreichendes, an einen Glückszustand, an eine klassenlose Gesellschaft, an eine irgendwie von tatsächlichen oder vermeintlichen Zwängen befreites Paradies auf Erden, sondern sozusagen der revolutionäre Akt besteht darin, dass er ständig sich natürlich ergibt. Und diese Wahrnehmung verweist darauf, dass die Utopie, die sich darin eingelagert sieht, keinerlei zusätzlicher Motivation bedarf. Also wenn Sie in diesem Natalitätsbegriff, wo dann die Interpreten und Interpretinnen selbstverständlich erst einmal daran denken mögen, das ist ja der Todesfaszination Martin Heideggers im Extremis entgegengesetzt sei, das mag stimmen. Aber nimmt man es für den Gehalt, dann ist es sozusagen auch ein verstörendes Element von Ordnung. Wir müssen uns neu einstellen, nicht nur in diesem familiären Zusammenhang, sondern in der Permanenz des Geborenwerdens liegt sozusagen die Herausforderung derer, die schon da sind und dann auch selbst wieder gehen werden. Eine Herausforderung, nämlich diesem Ereignis sozusagen gerecht zu werden. Eine Rückerinnerung daran, dass man selbst in generationeller Verpflichtung steht, dass die Weitergabe von Tradition eine Aufgabe ist, die sich eben gerade durch die Erfahrung der Totalitarismen neu stellt und neue Antworten bedarf. Und ein Buch, und jetzt mache ich ein bisschen Werbung für mich sozusagen und für meine hochgeschätzte Kollegin, die Eva von Redeker, die ja auch als politische Philosophin und Aktivistin unterwegs ist und auch ein Buch über den Begriff der Revolution geschrieben hat. Sie hat nämlich in der Studienausgabe, die ich verantworten darf, im Piper Verlag, den Band Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart herausgegeben. Ein Band, der seit 1957 nicht existierte, obwohl er ein Arendt-Buch ist. Und viele Arendtianer kennen diesen Band nicht einmal. Und in diesem Band in diesem Titel ist sehr viel gesagt. Also diese fragwürdigen Traditionsbestände werden sozusagen mit der Geburt in Frage gestellt. Wenn jemand hinzutritt, ist es in gar keiner Weise ausgemacht, ob das, was wir als Überlieferung, als Common Sense zwischen uns dreien zum Beispiel, uns in diesem jetzt nunmehr 70-minütigen Gespräch erarbeitet haben, noch bestehen kann. Wir werden also eine vierte Person, die hinzutritt, in irgendeiner Weise sozusagen als Neubeginn begrüßen können, müssen sozusagen schauen, ob das Gesagte, das eben noch für Wahrgehaltene, das Begründete Bestand hat, wenn eine andere Erfahrungswelt hinzutritt, eine andere Form des Denkens uns herausfordert. Diese scheinbar simple Mechanik des Aufeinandertreffens und miteinander Austauschens. Auch wir haben uns ja nur minimalst verständigt, bevor wir in ein Gespräch getreten sind. Und jetzt habe ich das ganz bewusst nach und nach vom Geburtsakt gelöst, diese Idee des Neuanfangs, ist eine immense Herausforderung. In der Phänomenologie von Levinas und vielen anderen immer wieder durchdacht und als auch als Zumutung begriffen. Wenn jemand hinzutritt, nimmt er uns Raum. Nimmt er sozusagen Teil des Wahrheitsanspruches, den wir formuliert haben, zuvor weg oder stellt ihn in Frage, schon durch die bloße Präsenz. Es kommt darauf an, diesem Neuen dann sich auszusetzen und zu begegnen. Und genau das ist sozusagen die Utopie, die Arendt einlagern möchte, nämlich, dass sie täglich passiert und sozusagen Teil von einer Alltagserfahrung ist und kein philosophisches Konstrukt, sondern eben passiert. Also ich empfinde das nicht als Zumutung, weil es ja in der Wirklichkeit eine Welterfahrung öffnet,
als Erfahrung. Es ist nicht ein Auto, es ist nicht ein Roboter, der uns quasi Raum nimmt. Also, und es ist auch kein Raum nehmen, sondern es ist eher etwas, kommt neu hinzu. Mhm. Eben wie überhaupt die Geburt des Neuen. Und da werden wir auch wieder bei der digitalen Welt und ich meine auch dem Faktum, dass durch propagandistische Mittel ein ganzes Teil eines ganzen Landes annehmen, dass kein Krieg neben ihnen stattfindet. Mhm. Um darauf auch noch mal kurz einzugehen, aber da denke ich mir halt einfach, da fehlt in der digitalen Welt einfach genau dieser Moment der Überraschung, dieser Moment des neu hinzukommen Könnens von etwas komplett Fremden, weil wir eben schon so mechanisiert sind. Ja. Also eben das Wirklichkeits- und Wahrheitsbezugs. Genau. Also das ist die Verständigung über Wirklichkeit und Wahrheit. Und das macht mich fassungslos. Also das ist wenn die Realisation, seid ihr eigentlich alle bescheuert, dass ihr überhaupt keinen Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug mehr habt? Zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung die letzte Woche. Alles News, ein Light, ein hohes Qualitätsmedium, aber alles Informationen, mit denen ich als Bürgerin, als Bewohnerin in München nichts handeln kann, sondern die in mir neurologisch sehr schädlich Ohnmachtsgefühle verstärken. Oder wenn ich dann 4 Stunden die Maschinen füttern muss, damit ich überhaupt wahrgenommen werde und engagiert werde als im Selfietum, dass ich dann auch nach 4 Stunden in einem völligen Anti-Arendt, in einer völligen Anti-Arendt-Welt. Da wären wir wieder bei der gegenseitigen Isolation. Ich werde jetzt kurz Entschuldigung, darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Das hätte ich ganz gerne etwas genauer gewusst. Ja. Also nicht nur, weil ich immer noch ein Herzensmünchner bin in gewisser Weise seit 2001 für die Süddeutsche schreibe und das leidenschaftlich gern tue. Und ich will es auch gar nicht jetzt da dran festmachen, aber können Sie das sozusagen noch unterfüttern, Frau Stempfli? Ja, gerne. Bevor ich nämlich auf die NZZ einschlage oder die unbedingt, Weltwoche unbedingt. Und also Blocher und diese ich Figuren, wollte auch nicht, damit wir das sozusagen ganz schnell weghaben, dieses Thema. Und auf das Grundsätzliche aber ich kommen möchte, können. Ja, ich möchte, na, ich, für mich ist das eben schon grundsätzlich. Es geht darum, mit Hannah Arendt die Medien, eben diese automatischen Repetition derselben Themen, weltweit der globalen Themen, so anzugucken, dass es keinen Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug mehr hat, auch mit dem Lokalen. Oder? Was ich immer geschätzt habe an Magazinen oder Zeitungen, war quasi die Einordnung, also global denken, lokal handeln, war ja so ein Slogan. Ich finde den immer noch gut. Aber dass heutzutage, dass ich beispielsweise eben im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, dann auch in der FAZ, glaube ich nicht, aber eben in der NZZ, im Tagesanzeiger, im Standard, eine Filmbesprechung von Tom Cruises neuem Film finde. Ja. Und dieses, das ist quasi nur ein Archetyp für sehr viele Nachrichten, die sich über alle Grenzen hinweg gleichen, die aber eigentlich für die westlichen Demokratien, die europäischen Demokratien, überhaupt keine Rolle spielen. Wirklich nichts, nada, niente. Und deshalb werden dann so Kampagnen, deshalb werden dann auch fiktive Kampagnen geführt mit Lüge oder Wahrheit, weil es keinen Wirklichkeitsbezug mehr gibt. Genau. Also Sie haben die Frage. Ja. Genau. Ich verweise da auf Trumpism, also dass das viel weiter geht als die große Gereiztheit, weil im Trumpism das Phänomen, das die Welt verändert, argumentiere ich mit Hannah Arendt über diesen Weltverlust der Mediendemokratien, die durch Umfrage, durch Image, das Image-Making, das auch bei Hannah Arendt eben als Eroberung der Welt als Bild funktioniert. Und wie ich zeige, wie das Banksprech, das Umfragesprech, das die ganzen Entpolitisierung wesentlicher politischer Zusammenhänge vorangetrieben wird, selbst von so hochstehenden qualitativ
qualitativen Zeitungen und Zeitschriften wie eben die Süddeutsche Zeitung. Und ich habe es einfach gerade in der letzten Woche eine Studie gemacht, also welche Themen wo kommen. Mhm. Aber das könnten wir ein andermal in einem Salongespräch ausführen. Liebend gerne. Ich frage jetzt vielleicht Sie beide, ob Sie jetzt vielleicht noch ein paar Fragen beantworten wollen, die aus dem Publikum gekommen sind. Ich habe sie jetzt hier. Ich könnte versuchen, Sie ein bisschen einzubinden in das, was wir gerade besprochen haben, damit wir nicht ganz vom Thema abgehen, weil es vielleicht einige Fragen würden jetzt ganz woanders hingehen. Ja. Aber weil wir gerade geredet haben über digitales, weil vielleicht gehe ich nochmal zurück. Ich gehe zurück nämlich auf einen Artikel von Herrn Meyer, der über die Geschichte eines, also der betitelt war mit Geschichte eines Diebstahls, wo quasi über die Verirrungen und Missverwendungen des Freiheitsbegriffs bei Arendt in den letzten 2 Jahren im Rahmen der Pandemie sozusagen gesprochen wurde. Und da zitieren Sie Karl Mannheim, der schreibt, wirkliche Freiheit gibt es ohne echte Verpflichtungen nicht. Absolute Freiheit gibt es nur in der Anarchie. Und das beweist nun in der Tat, dass die Freiheit verloren geht, wenn die das Verhalten regulierenden Gesetze ihre Fähigkeit zur Kontrolle verlieren. Daran schließe ich jetzt die Frage an von Herbert, nämlich wann ist es Ordnung, wann ist es Freiheitseinschränkung? Das ist doch von System zu System ganz verschieden. Aber wer ist die Instanz? Nun, da hat Herbert völlig recht. Das ist in der Tat so. Aber diese Mannheimsche Rückerinnerung, dass Freiheit eben kein abstrakt ist, dass sich quasi je nach Interessenlage dorthin oder dahin schieben lässt, gibt es eben nur in Ordnungen, die sich selbst überprüfen lassen und die nicht nur Selbstkritik erlauben, sondern die konstitutiv aus Selbstkritik entstanden sind. Also genau eben diese Freiheit, frei zu sein, institutionalisiert haben. Insofern ist der Spielraum dieses Freiheitsbegriffes nur dann gegeben, wenn er sich demokratisch rückversichert hat. Alles andere wären sozusagen Freiheiten um zu. Ja. Also das, was Arendt negative Freiheit nennt. Mhm. Genau, also diese Zweckgebundenheit einverstanden. Wie können wir mit Arendt quasi die Aussage von Corinna untermalen oder untermauern, die nämlich schreibt, die jüngere Generation im Westen, zum Beispiel in Österreich, hat bisher keine Totalitarismen von links oder rechts erlebt, aber eine Zunahme von Standardisierungen, Reglementierungen, Vorschriften und Kontrollen. Gleichzeitig eine Art Grenzenlosigkeit in der digitalen Welt. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld und welcher Freiheitsbegriff, welche Freiheitsräume, welche negativen, positiven Freiheiten sind hier aktuell relevant? Ach, wie könnte sehr man, schön. Wie könnte sehr man das mit Arendt auch smashen, sozusagen? Smashen, ja, ja. Smashen. Also diese Diskrepanz zwischen der Wirklichkeits- und Welterfahrung gerade der jungen Generation, die immer mehr in ein Punkte- und Kreditverhältnis umgewandelt wird, auch die mit dem Bologna-Modell, dem ich meine Karriere unter anderem verdanke, aber einfach dieses Publisher-Perish und diese Diskrepanz zwischen dem und dann quasi diese Scheinfreiheit im digitalen Bereich, das finde ich großartig, Corinna. Mhm. Da würde ich gerne noch länger darüber nachdenken, weil diese Entgrenzung und die Begrenzung, das finde ich echt cool. Also so habe ich mir das, weil die Entgrenzung im virtuellen Raum ist eben, ist so sehr vereinsamend. Das ist eine individuelle Erfahrung. Wir haben ganz selten oder wenige Mittel gefunden, quasi im virtuellen Raum eine Öffentlichkeit herzustellen, im Sinne von Hannah Arendt, dass wir gestaltend können. Mhm. Weil, also Wikipedia war so ein Ansatz, aber der ist jetzt von immer noch von Trolls besetzt. Oder? Also von in großen Bereichen, gerade gegenüber Frauen. Nicht männlichen alle. Trolls, nicht alle. Ja, männlich, ja. Also Trolls sind Männer. Aber ich möchte da länger darüber nachdenken und ich wiederhole aber den Gedanken, den ich wirklich sehr, sehr klug finde, dass einerseits in der Wirklichkeits- und Welterfahrung der realen, der Menschen mehr und mehr Standardisierungen
stattfinden, dass aber im virtuellen Raum quasi eine völlige Entgrenzung, eine Orientierungslosigkeit, eine institutionelle Haltlosigkeit passiert. Mhm. Von der ich natürlich sage, die ist, sie ist nur scheinbar eben frei, sie ist nur scheinbar haltlos, weil sie tatsächlich quasi auf eine Biopolitik der Aufmerksamkeit, des Stehlens, also so quasi die Matrix-Idee, aus uns werden Batterien gemacht oder respektive wir wandeln uns selber um in Batterien. Ja. Also ich empfinde das oft, wenn ich die Maschinen füttere, wie ich das immer sage. Ja. Herr Mayer, haben Sie irgendwas zu ergänzen zu dem Punkt, der Frage? Die allenfalls in dem Sinne, dass ich diese Dialektik, die unsere Zuhörerin, Zuseherin Corinna aufgemacht hat, als eine politische Herausforderung begreife. Also die Simulation von Freiheitsspielräumen, die bewusste Verlagerung in etwas, was nach dem klassischen Drei-Kategorien-Muster von Hannah Arendt in der Vita Activa mit sozusagen dem eingegrenzten Spielraum oder immer weiter eingegrenzten Spielraum des Handelns zu ersetzen scheint, da muss die klassische politische Philosophie sich tatsächlich mal von der Medienphilosophie belehren lassen, beziehungsweise selbst aufklären lassen, mit Fragen eines nicht mehr greifbaren als per se schlechten, also im Virtuellen, kommen wir da nicht weiter und sollten uns auch davon der Bedürftigkeit, dieses scheinbaren Eskapismus freisprechen. Ja, ja. Das ist sozusagen Arendt, da muss eine Verlängerung der Arendtschen Kategorien her, sonst ist es ein Anachronismus, glaube ich. Ja, unbedingt. Wobei ich finde, ich möchte aber hier etwas noch sagen zur Digitalisierung, weil es immer so getan wird, auch vielleicht an den Zuschauerinnen, als wenn eine Kritik, also it's the code, stupid, also wenn quasi eine strukturelle Kritik mit Hannah Arendt an der maschinellen automatischen Repetitionslogik geäußert wird, dass alle meinen, die ist eben technophob. Leute, in den 70er Jahren gab es Autos, die fuhren mit Blei im Benzin. Und das Blei wurde rausgenommen aus dem Benzin, weil es wirklich einfach tötet. Und langfristig auch tötet. Blei, eben ich plädiere quasi für ein bleifreies Internet. Also wir müssen dringend dieses Blei rausnehmen aus dem System. Einfach nur, damit die Menschen aufhören, in diesen Pro-Kontra-Kategorien oder eben absolute Freiheit oder keine Freiheit zu denken, sondern tatsächlich zu verstehen, was sind die Elemente von Unfreiheit, was sind Elemente von Freiheit? Das möchte ich da noch ergänzen. Schön, das ist schön, dass wir das ergänzen. Ich werde jetzt vielleicht noch eine letzte Frage stellen. Wir sind nämlich schon bei 90 Minuten und ich denke mir einfach, wir haben schon sehr viel gesagt und geredet. Und die letzte Frage führt uns tatsächlich auch wieder an den Anfang zurück, gewissermaßen. Und nämlich auch zu den Revolutionen sozusagen oder zum Zusammenbrechen und Wiederkommen. Nämlich wird gefragt, ist es nicht so, dass die größte Freiheit für kurze Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch eines totalitären Systems sich auftut, um dann mit der Entwicklung eines neuen Systems wieder schrittweise zurückzugehen? Wie kann man das mit vielleicht dem Natalitätsbegriff auch von Arendt argumentieren? Das richtet sich an Sie beide. Also der zuerst spricht, der spricht, bitte. Ladies first. Nein, das gebe ich dir. Weil ich bin natürlich nicht der Meinung, dass der Zusammenbruch, also das ist so negativ. Ja, das wäre jetzt auch irgendwie die Frage, wie kann man das positivisieren mit dem Begriff auch des Neuankommens und des Anfänges? Erstens mal mit Hannah Arendt, es darf nicht zu Totalitarismen kommen. Wenn totalitäre Elemente vorhanden sind, müssen sie beseitigt werden. Da habe ich seit 10 Jahren wirklich nicht nur einfach kluge Vorschläge, sondern die sind in den Verfassungen, die sind mit vielen von meinen Kollegen und Kolleginnen, haben wir das entwickelt. Es wäre so einfach.
Also da bin ich sehr konkret. Mhm. Und deshalb also gar nicht zu Totalitarismen kommen lassen. Russland beispielsweise, eben Medienberichterstattung über Russland die letzten 10 Jahre. Ich, Volksrepublik China, seit 10 Jahren, es gibt keine Freiheit, also mit Hannah Arendt immer argumentiert, es gibt keine Freihandelsabkommen mit einem diktatorischen System. Gibt es nicht. Ja. Es braucht Mindeststandards, Kinderarbeitsverbot, es braucht soziale Standards und so weiter und so fort. Also wer wirklich politisch denkt, wäre schon 100 Jahre weiter im Sinne einer ökologisierten, transformierten, partizipierenden Gesellschaft. Freiheit als Notwendigkeit, ja. Um darauf zurückzukehren, was Sie sagen. Ja, ja, also sehr schön gesagt. Die Frage ist sehr berechtigt und inzwischen ist es irgendwie peinlich, so zu reden, aber es ist ein Faktum brutum. Die Älteren unter uns erinnern sich an die Situationen hin zu 1989, 90. Und ein Buch, das ich immer wieder nur empfehlen kann, das genau diese Übergangsschwellenerfahrungen präzise aufgenommen hat und auch als Analysekategorie, also wie entsteht, wie kann etwas werden in dem Moment, wo das Alte noch nicht ganz gegangen ist und das Neue sich noch in gar keiner Weise zeigt, ist von Timothy Garson Ash das Buch Ein Jahrhundert wird abgewählt. Mhm. Das just 1990 in der deutschen Ausgabe erschien, nach ausgedehnten, langen Reisen, in denen Ash sozusagen nur zuhörte und den Menschen, die schon sehr deutlich artikulieren konnten, was sie nicht mehr wollten in Osteuropa und was sie zu erreichen versuchten und sich dann auch an den Prozessen der Neugestaltung beteiligten, verfolgt hat, fängt diesen Moment wahnsinnig gut ein. Und bezogen auf die deutsche Geschichte, in der ein solcher Moment ja auch gegeben war, 1989, 90, ist die, und das sage ich ohne jede Nostalgie als privilegierter Westler, ist die Rückerinnerung an die Möglichkeiten, die eine so scheinbar verschmockte und verstockte Verfassung wie das sogenannte Grundgesetz, dessen Vorläufigkeit ja an die Wiedervereinigung gebunden war, in aller Pluralität, um so einen arischen Begriff zu nehmen, 2 Wege zur Wiedervereinigung offen zur Verfügung gestellt hat. Und politisch gewollt war dann nur der eine, nämlich die ehemalige DDR zu einem Beitrittsgebiet zu machen, statt die in Freiheit entscheiden zu lassen, welche Möglichkeiten sich ergeben könnten, wie das seinerzeit Jürgen Habermas in der Zeit forderte, zu Recht. Diese historischen Momente, auf die sich hoffentlich die Ukraine zubewegen wird, zu sehen, das ist ein genuines Arendt-Phänomen, also nämlich die Frage, wie aus diesem Neuen etwas so neu werden kann, dass darin das Gute des Neuen, wie gesagt, das Neue ist offen hin zum Schlechten wie zum Guten, um in diesen einfachen Begriffen zu sprechen, sich einlagern und erhalten werden kann, das ist die eigentliche Herausforderung. Insofern ist die Frage eine nach den Grundlagen von Arendts Denken. Ja. Definitiv. Und das Gute, die guten Möglichkeiten, die Diversität, die braucht, wie wir am Anfang gesagt haben, die Notwendigkeit zu decken. Und deshalb würde ich sagen, ist 1989, 90 und das Nachfeld ist gescheitert, weil die Notwendigkeit, um die Freiheit zu leben, nicht gedeckt wurde. Also nicht daran gedeckt
nicht daran gedacht wurde. Und mit dem Freihandelsabkommen 1999 der WTO, die eben auch die Freiheit, die ganz klassischen Freiheiten der politischen Gestaltung an eine Notwendigkeit gekoppelt hat, die die Freiheit massiv einschränkt. Mhm. Und das ist entscheidend festzustellen, dass beispielsweise die Freiheit von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen nicht Freiheiten sind im Sinne von Hannah Arendt. Und das ist doch noch wichtig, das zu verstehen. Das nehme ich als wunderschönes Schlusswort. Wir schließen. Wir haben begonnen mit der Freiheit als Notwendigkeit und schließen mit der Freiheit als Notwendigkeit. Ich darf mich im Rahmen des Aktionsradios ganz herzlich bedanken. Einmal bei Thomas Mayer aus Berlin zugeschaltet, der das Nachwort zu dem Buch, zu dem neu in deutscher Auflage erstmals herausgekommenen Essay ist die Freiheit, frei zu sein, geschrieben hat, das ich natürlich jetzt jedem ans Herz lege zu lesen nach diesen 1,5 Stunden. Und ich darf mich andererseits bei Regula Stempfli bedanken, dass sie ebenso begeisterte Arendt-Spezialistin und Enthusiastin quasi ihren Beitrag zu diesem Abend geleistet hat. Ich darf natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern im digitalen Raum, den wir jetzt auch wieder nicht sehen, leider, danken, dass sie so lange dabei geblieben sind. Und Und danke Anja Gleich für die wunderbare Moderation und Vorbereitung und Einladung. Ich danke zurück. Es ist ein endloser Zyklus des Dankens. Melden Sie sich und meldet euch mit den Fragen. Genau. Weil Hannah Arendt lohnt sich immer. Genau, Hannah Arendt lohnt sich immer. Damit einen wunderschönen Abend noch und auf Wiedersehen. Servus. Ja.